Herzlich willkommen im Kantonsspital St. Gallen. Mein Name ist René Thurnherr, Leiter des Departements Finanzen im Kantonsspital St. Gallen. Wir haben immer eigentlich geschaut, auch technologisch, dass wir weit vorne dran sind. Kliniken kommen über das SAPB mit Informationen online über. Und darum ist das Projekt, das wir jetzt lanciert haben, eigentlich für mich nur eine Folge aus dem, was wir bis jetzt schon immer gemacht haben. Wir haben uns entschieden, um ein neues Klinikinformationssystem zu beschaffen. In diesem Kontext haben wir uns auch entschieden, dass wir die 5 Kunden, die wir heute dort als einzelne Mandanten abbilden, dass wir die auf einen Mandant im neuen Klinikinformationssystem konsolidieren wollen. Wir machen einerseits die S4HANA-Migration, damit wir ready sind für die Zukunft, damit wir auf dieser Technologie aufsetzen können. Natürlich auch, damit wir wieder gewartet sind. Als Optimierung haben wir die zentralen Stammdaten eingefügt, über alle 5 Spitalregionen vereinheitlicht. Zum Beispiel die Patientenstammdaten haben wir zusammengeführt und führen jetzt den Patienten nur noch einmal. Das heisst, wenn der Patient in Wil eintritt und in St. Gallen, muss er sich nicht jedes Mal neu angehen, ist immer schon erfasst. Was auch eine grosse Herausforderung ist, dass wir die ganze Migration ja während dem laufenden Betrieb machen müssen. Wir haben sie in ein Ausfallsystem, aber der Spitalbetrieb hat nicht aufgehalten werden. Das ist für die ganze Migration eine grosse Herausforderung. Wichtig war, dass der User draussen nichts gemerkt hat. Dass er nichts merkt, dass er normal weiterarbeiten konnte. Bei uns fängt es in der Logistik am Morgen um 6 Uhr schon an mit der Kommissionierung. Und die mussten einfach normal weiterarbeiten, ohne dass sie merken, dass wir jetzt auf einer neuen Plattform sind. Und die ganz grosse Herausforderung war, dass wir jetzt nicht nur auf einer neuen Plattform sind, sondern dass jede Region kann normal wieder weiterarbeiten kann, als sie nichts war. Und das ist die allergrößte Herausforderung. Und die haben wir auch aus dem Feedback der User gut gemeistert. Schlussendlich, uns ist wichtig, nicht irgendwo einfach eine Firma zu gewinnen, sondern die besten Experten zu finden für ein Projekt. Und ich glaube, da haben wir mit der Swisscom gefunden. Das ist schlussendlich auch das ausschlaggebende Argument. Sie haben sich dort, wo es nötig ist, auch mit dem Subcontractor verstärkt. Und ich glaube, das ist absolut ein entscheidender Faktor, wenn wir einen guten Beratermix hatten. Spital-Support-Einheiten sollte die Dynamik der Medizin mithalten. Und darum müssen wir digitalisieren, damit wir nicht teurer werden wie das Kerngeschäft. In der Wirtschaftlichkeit sollten wir schauen, dass wir möglichst optimal fahren.